Ich freue mich, dass es losgeht und da hat es mich gleich mal ordentlich auf die Waffe gelegt. Das passiert einfach, aber einen perfekten Sprung gibt es einfach nicht. Servus beieinander. Wir sind heute mit Markus Eisenbichler unterwegs in der Nähe von Sixdorf. Servus Markus. Servus. Ihr habt ja bestimmt mitgekriegt, dass der Markus seit letzter Saison Markenbotschafter von uns ist und deshalb wollen wir heute mal ein bisschen genauer kennenlernen. Markus, was verbindest du mit dem Ort, wo wir gerade stehen? Ja, ist mein Hausberg. Da bin ich aufgewachsen. Da bin ich früher auch oft aufgegangen. Mache ich immer noch. Und ich konnte einfach ein bisschen entspannen nach anstrengender Saison oder nach einem anstrengenden Wettkampf. Nächste Frage, wie bist du eigentlich überhaupt zum Skispringen gekommen? Ja, mit 6, 7 Jahren war bei uns so ein Kindertraining. Da haben wir praktisch verschiedene Sportarten haben da vorgestellt worden und unter anderem halt auch Skispringen und Kombination. Und da habe ich mir gedacht, probiere ich das heute mal aus. Ist bestimmt der Gaudi. Wer war dein großes Vorbild in der Jugend? Der Katsuyoshi Funaki, weil er einfach so einen brutalen Style gehabt hat und wirklich saugut Skisprunger ist und es hat einfach elegant und irgendwie anmutig ausgeschaut. Hat es andere Sportarten gegeben, die dich in deiner Jugend auch interessiert haben, wo du dir überlegt hast, ob du da was draus machst? Ja, ich habe Eishockey gespielt ziemlich lange, bevor ich aufs Internat gegangen bin. Ich habe Fußball gespielt, Langlaufen, Skifahren. Ja, das ganze Klassische, was man halt auch bei uns in der Region so machen kann, habe ich alles ausprobiert und habe geschaut, wo ich da ein bisschen besser bin. Kannst du dich noch erinnern, wo dein erstes Weltcup-Springen war? Ja, ich glaube, das war 2011 oder 2012, ich weiß nicht mehr genau. Es war auf alle Fälle in Klingenthal und da hat es mich gleich mal ordentlich auf die Waffe gelegt. So kurz vor dem Saisonstart, wie wir jetzt gerade sind, was geht da eigentlich so durch den Kopf? Ja, eigentlich nicht viel. Ich freue mich, dass es losgeht und ja, habe mich gut vorbereitet und voller Vorfreude. Wie bereitet man sich denn optimal vor auf so eine Skisprungsaison? Ja, ist schwierig. Im Endeffekt muss man einfach mal ganz, ganz hart trainieren und konzentrierter trainieren und ein bisschen auf die Trainer hören. Auf was freust du dich am meisten im Hinblick auf die Saison? Ja, aufs Skispringen, aufs Wettkämpfen und Messen mit anderen Nationen, mit den besten Athleten und ja, da freue ich mich schon. Wie darfst du sagen, du bist ja vor kurzem deutscher Meister geworden. Wie wichtig ist dir der deutsche Meistertitel? Schon wichtig. Hab's lang probiert, bin immer meistens gescheitert oder einfach nervlich, hab's nicht auf die Reihe gebracht. Und deswegen freut es mich das Jahr wirklich, dass ich die ganze gute, stabile Saison, was ich jetzt im Sommer gehabt habe, auch mitnehmen habe können in den Wettkampf. Das war ja der einzigste Wettkampf, den wir gemacht haben. Und da bin ich dann schon irgendwie ein kleines bisschen stolz. Beschreib mal den perfekten Sprung. Den gibt es leider nicht. Man kann bloß das Optimum, was man trainiert und wirklich die besten Sprünge, was man mal gemacht hat, vielleicht da immer sehr nah dran kommen. Aber die passieren einfach. Die kann man nicht steuern. Das passiert einfach, aber einen perfekten Sprung gibt es einfach nicht. Wie stehst du zum Thema Wind im Skispringen? Der ist dabei, den gibt es, den kann man nicht abstellen. Hast du einen Tipp für junge Nachwuchsskispringer? Ja, Gaudi haben beim Springen einfach. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Ist bei mir jetzt auch, wenn du so mit 29, dass ich Gaudi habe, weil sonst macht es auch keinen Spaß mehr und dann kommt die Leistung auch nicht so gut an. Was macht Markus Eisenbichler, wenn er gerade nicht trainiert? Ja, was mit den Freunden, mit der Family, mit der Freundin, ja, entspannen und Berggehen, klettern, das Klassische halt. Was war für dich persönlich dein wichtigster Erfolg? Die 248 in Planitzer, die waren sehr, sehr wichtig für mich. Das war so ein Kindheitstraum, dass ich mal einen deutschen Rekord habe. Und natürlich auch die WM, weil das war schon ein Ding. Wenn du zum Wirt gehst, was für Getränk bestellst du? Ein Bier halt. Was war das schönste Geschenk, das jemals jemand dir gemacht hat? Oh, das ist echt schwierig. Mir fällt jetzt spontan gerade nichts, eigentlich gar nichts ein, aber würde sagen, keine Ahnung. Macht nichts. Hast du bestimmte Rituale vor dem Wettkampf? Ja, schon. Viel zu viel eigentlich. Ich ziehe immer erst den linken Socken an, dann den rechten. Ich hupfe in den Anzug rein, ich muss in der Früh Yoga machen. Ich habe eigentlich schon so viele Rituale, dass ich gar nicht mehr weiß, wie ich das alles unterbringe. Aber irgendwie geht es doch immer. Und wenn ich eins vergieße, dann muss ich alles nochmal von neu beginnen, weil sonst fühle ich mich auch nicht wohl.
Was ist deine Lieblingsband? Sum 41 mag ich ganz gern. Ein bisschen rockig. Wenn du ein Tier wärst, welcher Tier wärst du? Ja, Adler halt natürlich. Vogelfrei sei. Wie wird man Preisträger vom Bayerischen Mundartpreis? Ja, bayerisch reden halt im Endeffekt, so wie man aufgewachsen ist, in seinem Dialekt. Und das mache ich auch. Und ich kann auch leider gar kein Hochdeutsch oder Gott sei Dank auch nicht. Aber ich glaube, man versteht mich ganz gut. Und deswegen bin ich da auch stolz drauf, dass ich den Preis da gekriegt habe. Wer sind deine Lieblingssportler aus anderen Sportarten? Ja, Rafael Nadal natürlich beim Tennis. Was der da, wie er Tennis spielt und wie souverän der oft einmal ist, beeindruckt mich und wie lange der da schon so gut ist. Und natürlich die Klitschko-Brüder, die sind zwar jetzt nicht mehr aktiv, aber habe ich auch immer sehr verfolgt aus Boxen. Und ja. Wer war deiner Meinung nach der beste Skispringer aller Zeiten? Aller Zeiten? Martin Nykänen natürlich. Ja, der war schon brutal gut. Ja. Was ist für dich die härteste Sache im Leben? Das Leben zu bestreiten und da gut durchzukommen. Gibt es irgendwas, was dir am Skisprungsport gar nicht gefällt? Nein, eigentlich nichts. Also, ich mag eigentlich alles, was so dazugehört. Ja. Was wirst du diese Saison aufgrund von Corona vermissen? Ja, die Zuschauer natürlich. Das bedrückt mich schon ein bisschen, aber ich konnte es leider nicht ändern. Was war die beste Party, auf der du jemals warst? Ich war auf viele gute Partys. Aber ich sage mal, nach der WM, nach dem Mixteam-Springer, da haben wir ganz eine coole Party gehabt im Deutschen Haus oder bei Olympia. Die Party war auch ganz lustig und da haben wir schon krachen lassen. Wenn du nur noch ein einziges Mal Skispringen dürftest, auf welcher Schanze darfst du springen? In Planitzer natürlich auf der Skiflugschanze. Welches Buch liest du gerade? Zurzeit lese ich mal wieder Der Hobbit, das habe ich schon ein paar Mal durch. Aber das mag ich einfach gern und das liest sich gut. Wie viele Stunden trainierst du ungefähr pro Tag? Ja, normalerweise so 8 im Sommer. Aber im Winter haben wir natürlich weniger Zeit, wenn wir früh unterwegs sind. Da sind es meistens so 4. An welche Lektion von deinen Eltern kannst du dich nur erinnern? Also gibt es da was? Ja, natürlich pünktlich zum Sein. Sauberkeit haben die immer sehr groß geschrieben. Ehrgeiz und ja, dass ich auf meine Eltern her im Endeffekt. Was war dein emotionalster Moment in deiner Skisprungkarriere? Ja, der deutsche Rekord, den ich in Planitzer gemacht habe, war emotional. Und dann der erste Weltcup-Sieg, den ich in Planitzer gemacht habe. Das habe ich mir auch immer geträumt, beim Skifliegen vielleicht einen Weltcup-Sieg zu machen. Und dann ist es auch nur der erste, das war schon sehr, sehr emotional. Was war der härteste Moment? Der Sturz in Oberstdorf, da wo es mich umgedreht hat, da wo ich dann im Krankenhaus aufgewacht bin. Aber bin ich auch froh, dass der passiert ist, weil habe ich viel daraus lernen können. Und ja, gehört halt dazu, dass man einmal auf den Boden klatscht. Gibt es irgendwas, wo du nicht widerstehen kannst, obwohl es das eigentlich als Skispringer nicht machen sollst? Ja, Eis, Süßigkeiten, also so Heggendaschen mag ich schon ziemlich gern. Da habe ich dann schon mal so einen Becher weg und da kann ich überhaupt nicht widerstehen. Welchen Beruf darfst du ausüben, wenn du nicht Skispringer geworden wärst? Ja, Polizist, was ich eh schon gemacht habe, die Ausbildung. Und da bin ich auch sehr dankbar der Bundespolizei, dass ich die Möglichkeit gekriegt habe. Und wenn ich mal aufhöre, irgendwann einmal, dann werde ich einfach ganz normal Polizist werden. Wie darfst du deinen Charakter beschreiben? Oh, ehrgeizig, schon ein bisschen stur, aber ich höre auf Sachen mittlerweile oder auf andere leider und lasse mir auch eine Meinung näher bringen und ich poche nicht immer bloß auf meine Sachen. Hat sich das in letzter Zeit verändert oder in den letzten Jahren im Spitzensport? Ja, natürlich, ich bin ein bisschen ruhiger geworden ja, ich sehe alles ein bisschen gelassen auch das ganze Leben ein bisschen und versuche es zum Genießen auch das Leben, weil man hat bloß das eine. Wo lagerst du deine Trophäen? Ziemlich traurig eigentlich, also die Pokale habe ich alle im Kammerl stehen und die Medaillen, die hängen alle über den Adler, wenn man bei mir in die Wohnung reingeht, aber eigentlich eher unspektakulär. Wann hast du das letzte Mal geweint? Weiß ich nicht mehr. Was ist dein größtes Talent, darfst du sagen? Mein Ehrgeiz. Welchen Sport schaust du dir sonst gerne im Fernsehen an, wenn du Zeit hast?
Tennis schaue ich eigentlich ganz gerne an. Welche Musik hörst du vorm Skispringen, direkt vorm Sport? Unterschiedlich, also über Rock oder ruhigere Musik, je nach Stimmungslage, was ich gerade brauche, ob ich mich pushen muss oder ob ich ein bisschen runterkommen muss. Aber eigentlich ist es ein bisschen situationsabhängig. Geht dir irgendwas Bestimmtes durch den Kopf am wichtigen Sprung? Ja, oft einmal Selbstzweifel eigentlich, dass ich nichts falsch mache oder dass ich nicht versage im Endeffekt. Aber das finde ich eigentlich ganz gut, weil da konzentriere ich mich dann wirklich oft einmal auf die Sachen, die wo ich wirklich erkannt und die wo ich geübt habe. Und deswegen ja, finde ich das gar nicht so schlecht. Und jetzt trinke ich erstmal einen Schluck. Wie nervös bist du vor einem wichtigen Sprung? Unterschiedlich. Ab und zu bin ich echt brutal nervös. Aber ab und zu ist es also wirklich so, also wenn es wirklich um die Wurst geht und ich weiß, ich kann jetzt da gewinnen oder kann eine Medaille machen, da bin ich dann eigentlich gar nicht so nervös, sondern eher motiviert und versuche wirklich alles zu geben, weil ich denke mir dann, wenn ich es nicht probiere, alles zu geben und dann kann ich auch nichts gewinnen. Und im Nachhinein denke ich mir dann oft, wenn ich dann verwalte oder sage, ja, ich gehe jetzt nicht auf alles, dann beiße ich mir dann noch in die Hosen. Wenn ich dann Vierter, Fünfter, Sechster wäre, dann kann ich auch nicht sagen, ja, ich habe es wenigstens probiert. Bist du nervös vor Interviews? Nein, eigentlich nicht, weil ich denke mir dann immer, ich rede da mit einem ganz normalen Menschen und unterhalte mich halt mit dem und einer steht halt daneben und filmt und das wird halt dann im Fernsehen gesagt. Gut, zum Abschluss nur ein paar Assoziationen. Wir sagen da einfach ein paar Begriffe und du sagst, was dir als allererstes dazu einfällt. Ja. Vier-Schanzen-Tournee. Zuschauer, Atmosphäre, Nervenkitzel und natürlich, wenn man es gewinnt, Legendenstatus. Urlaub. Entspannung, Seele baumeln lassen, Zeit mit der Freundin genießen. Doping. Finde ich scheiße, sollte man nicht machen. Heimat. Familie, Zufluchtsort für mich, um zur Ruhe zu kommen und einfach auch irgendwo ein bisschen Kind sein. Fußballclubs. FC Bayern, TSV Sixdorf, wo ich gerade gespielt habe. Ja. Und zu guter Letzt, letzter Begriff, Schönrammer. Das gute Bier und der Isotoni. Alles klar. Markus, vielen Dank für die nette Unterhaltung und deine offenen Antworten. Viel Erfolg für die Saison und bis bald. Ich sag merci und Prost. Auf Wiedersehen.